Er hat im Januar 50.000 Euro alleine Umsatz gemacht. Krass. Und ich sitze hier und denke so, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich wechsle jetzt. Ja, nein, ich dachte mir wirklich in dem Moment, okay, krass. Ich glaube, es wird extrem unterschätzt. Ja. So Leute, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Wir seht heute in einer komplett anderen Location, heute mal am Kamin ohne Shisha und die Shisha ausgewechselt mit Torben. Ja, mal gucken, ob bei mir auch so viel Dampf rauskommt, ja, der Shisha. Auf jeden Fall. Und freut mich erstmal, dass du hier am Start bist. Ja, ich danke dir. Gern. Ich freue mich drauf. Und das Ding ist, ich habe es dir gerade schon erzählt, wir waren heute Morgen kurz, oder meine Assistentin, meine Freundin, die Charlotte, war heute Morgen bei der Gemeinde und hat ein neues Gewerbe angemeldet für eine neue Firma. Und da hat sie die in der Gemeinde gefragt, hey, wie sieht es aktuell aus? Melden eigentlich mehrere Leute gerade ein Gewerbe an oder nicht? Und die meinte wirklich überdurchschnittlich viele. Mhm. Deswegen viele versuchen gerade wirklich, sich selbstständig zu machen, ihr eigenes Ding zu machen. Was ich persönlich immer richtig feiere, mich inspiriert sowas auch immer extrem, wenn jemand wirklich einfach Gas gibt und so seinen Zielen und Träumen nachgeht. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen heute ein Video über das Thema Selbstständigkeit. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die du noch nicht weißt, oder? Ich weiß von gar nichts. Die ich dir jetzt gleich stellen werde, wo ihr, glaube ich, super viel nochmal mitnehmen könnt. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt rein. Und zwar, du bist ja, seit wann hast du dich selbstständig gemacht? Im Alter von 27 Jahren. Das ist mittlerweile schon 30 Jahre her ungefähr. Okay, ist sehr, sehr cool. Und das Ding ist, du hast ja wirklich richtig, viele verschiedene Dinge mittlerweile schon gemacht. Du warst ja im Network mal auch eine Zeit lang und hast ja auch meine Brand mit aufgebaut, auch irgendwie so meine Selbstständigkeit mit aufgebaut und alles begleitet. Deswegen, wenn du persönlich jetzt nochmal wirklich so von null starten müsstest oder jetzt jemanden hier draußen einen Tipp geben kannst, der jetzt vielleicht gerade startet, wie würdest du es angehen? Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, man darf sich nicht verrückt machen lassen, weil klar, Entrepreneurship ist gerade super sexy. So jeder promotet das, wenn du auf Instagram guckst, jeder ist CEO, jeder ist Entrepreneur und so weiter. Wenn du auf Clubhouse unterwegs bist, jeder hat 100 Firmen oder so. Der Punkt ist halt der, Unternehmer zu sein, ist, glaube ich, wirklich nicht für jeden. Und das ist auch nicht per se etwas Cooles. Also ich sehe das relativ neutral. So sein eigenes Ding zu machen, heißt für mich jetzt nicht unbedingt eine eigene Firma, sondern sein eigenes Ding kann auch einfach sein, hey, vielleicht willst du Künstler werden oder vielleicht sagst du, hey, mein eigenes Ding ist, ich bin Arbeitnehmer, aber ich baue mir ein cooles Hobby auf. Deshalb, ich sehe das irgendwie nicht so streng. Aber wenn du in die Selbstständigkeit willst, dann ist mein allererster Tipp, teste so viele Dinge wie möglich. Weil du hast es gerade schon selber gesagt, ich habe selber vieles gemacht. Ich habe an der Tür Strom- und Gasverträge verkauft. Ja. Ich habe Beauty-Produkte promoted. Ich habe Social Media gemacht. Ich war selber mal eine Agentur, wenn du es so nimmst. Ich bin dann ins Branding rein. Und ich glaube, der große Punkt ist halt der, gerade wenn du jung bist, Passion ist eine Emotion. Und eine Emotion verändert sich. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit 17 dieses Video siehst und du sagst, boah, jetzt gerade brenne ich für Instagram und Themenpages und damit will ich Geld verdienen, hey, es kann sein, dass mit 25 das nicht mehr deine Passion ist. Und deshalb finde ich wichtig, sich immer wieder zu reflektieren, viele Dinge auszuprobieren, um zu finden, was zu einem passt. Aber dann auch immer so diese Selbstreflexion zu haben, hey, weißt du was, es passte mal, aber vielleicht jetzt nicht mehr. Ja, so. Ja. Und dann im zweiten Schritt, wie ich es gerade schon angesprochen habe, sich nicht irgendwie verrückt machen zu lassen, weil um einen herum alle Entrepreneure sind. Glaub mir, die meisten Leute, die über Hustle und Grind sprechen, sind die, die am wenigsten hustlen und grinden. Weil wenn du wirklich viel arbeitest, hast du wenig Zeit, darüber zu sprechen. So ist es. Und das muss man sich immer klar machen. Deshalb, ich würde mich von niemandem verrückt machen lassen, einfach Dinge ausprobieren, wenn man merkt, okay, es ist was für mich cool. Wenn nicht, dann ist es nicht der Untergang. Ja, viele haben ja auch wirklich so Angst, diesen ersten Schritt zu gehen. Mhm. War das bei dir auch so? Ist das normal? Ja, es ist völlig normal, klar. Guck mal, der erste Schritt bedeutet immer Veränderung. Naja, ich war zum Beispiel damals, ich war ein ganz normaler Student. So, ich habe gymnasiales Lehramt studiert, ich bin zu meinen Vorlesungen gegangen, ich habe Hausarbeiten geschrieben, ich war auf Uni-Partys und jetzt kommt auf einmal diese Idee von einem eigenen Business. So, und das ist was komplett anderes, weil am Anfang denkt man so, oh geil, keine Hausarbeiten mehr, keiner mehr, der einem sagt, was man zu tun hat. Jetzt kommt dein erstes eigenes Business und auf einmal dieses, es sagt dir keiner mehr, was du zu tun hast, ist nicht nur ein Vorteil. Ja. Weil ich sitze am Schreibtisch und denke mir, was tue ich jetzt eigentlich? Ja. Was mache ich jetzt den ganzen Tag? So, früher wusste ich, okay, 14 bis 16 Uhr die Vorlesung, 16 bis 18 Uhr die, jetzt, ich habe keine Ahnung. Deshalb, ich glaube, der erste Schritt, also wichtig ist immer, spring ins Wasser, einfach dich trauen.
man hat oft, glaube ich, so eine Formel im Kopf, man denkt so, ich brauche Inspiration, Motivation, Action. Ja. Also du wirst inspiriert von jemandem, du guckst dir Motivationsvideos an oder du denkst darüber nach, was dein Warum ist und du kommst in Aktion. Diese Formel ist per se falsch, weil im Endeffekt ist das ein Kreislauf. Du kannst mit der Aktion anfangen und dir danach Inspiration holen und dadurch wieder deine Motivation boosten. Deshalb, das Wichtigste ist, dass du in Gang kommst, in Bewegung, dass du irgendwas machst, egal was. Wenn es fehlerhaft ist oder so, it doesn't matter. Viele Startups sagen immer, krieg den Prototypen, den du bauen willst, so schnell wie möglich raus, damit du Feedback kriegst von anderen Leuten. So, niemand klaut Ideen oder so. Das, was du machen musst, ist in Bewegung kommen, egal mit was. Und wenn du in Bewegung bist, dann kannst du, während du gehst und läufst, kannst du immer wieder Dinge verbessern. Ja, das ist richtig cool. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wo ich wirklich so am Anfang, das kennt jeder von euch bestimmt, man ist motiviert, so, man will den ganzen Tag was machen, man weiß aber gar nicht, was man so machen Womit soll. Womit füllt man die ganzen Gaps im Kalender? Ja, voll. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass ihr es vom Herzen her wollt, dass ihr nicht durch ein Motivationsvideo, durch so ein Video jetzt sagt, boah, ich ziehe es jetzt durch, weil dann kommt ein Fehlschlag und im Endeffekt sagt ihr wieder, oh nee, ich gehe jetzt doch wieder in meine Vorlesungen, ist irgendwie entspannter so. Oder, noch, was noch viel schlimmer ist, du guckst so ein Video und noch eins und noch eins und noch eins und bist auf einmal in so einem Teufelskreis von Videos und guckst dir nur noch Motivationsvideos an. So, ich kenne Leute, die sind noch nie im Gym gewesen, aber die kennen jedes Gym-Motivational-Video auf YouTube. Ja. Deshalb immer die Balance haben, so 80% Praxis, telefonieren, machen, 20% Theorie. Ja, voll. Ist immer ein guter Wert. Ja, definitiv, cool. Sehr gut, war, glaube ich, schon mal ein richtig wichtiger Punkt. Wenn wir sowieso schon, du hast ja gesagt, du hast viel Verschiedenes ausprobiert und so weiter, und Social Media ist ja ein Riesenmarkt aktuell, so auch in den nächsten Jahren und so weiter. Wenn man jetzt so von Business-Trends, Business-Modellen sprechen würde, oder wenn du davon sprechen müsstest, was würdest du so empfehlen? Also Leute, die jetzt wirklich so sich vielleicht mit Social Media schon gut auskennen, weil das sind die Leute, die hier zusehen. Ja. Was würdest du den Leuten so empfehlen? Was kann man machen? Was macht auch wirklich Sinn? So? Also eine Social Media Agentur, das, was du im Endeffekt machst, das wird immer gebraucht werden und davon braucht man immer mehr Leute. Das ist für mich, ehrlich gesagt, sogar die Nummer eins, wenn du Social Media affin bist. Ja. Vertrieb ist etwas, das wird nie aussterben. Weil der Skill zu verkaufen, den braucht man immer. Ich verkaufe mich gerade in dem Video, du verkaufst dich. Man verkauft sich bei einem Date, du verkaufst dich in einem Bewerbungsgespräch, du verkaufst später deine eigenen Produkte, Dienstleistungen. Also Vertrieb ist auch etwas, was immer funktionieren wird. Und jetzt sage ich mal was Unkonventionelles, Handwerk. Ja. Handwerk wird immer weniger, weil eben neue Technologien und so weiter, aber Handwerk wird immer mehr gebraucht. So, die Leute merken jetzt beispielsweise, ich kam von einem Trip nach Hause, unsere Heizung ist kaputt. Ja. So, ich habe gar keine Ahnung. Ich stehe vor diesem Heizungskasten und glaub mal, die Generation nach uns, die hat gar keine Ahnung mehr, so, weil die ist nur noch im Instagram und die steht vor der Heizung und macht ein Bild davon. Ja. So, und ich stehe da halt so und denke mir, okay, was mache ich jetzt? Habe jemanden angerufen und der hat da rumgetüftelt und gewerkelt. Und witzigerweise fragt er mich danach, weil er guckt natürlich hier so ein bisschen durch die Wohnung, er sieht Lampen, er sieht Videos und so, er sagt, machst du was mit Videos, machst du YouTube und so? Ich so, ja, wir haben halt eine Branding-Agentur. Und er sagt, ah ja, dann macht ihr auch sowas wie Neukundengewinnung und so, weil ich suche immer neue Kunden. Naja, und ich sage, ey, komm, setz dich hin, so, wir haben ein bisschen geschnackt. Ich habe ihm ein bisschen erzählt, wie er das bauen könnte und so. Und dann sagt er zu mir, oder dann frage ich ihn so, ja, aber wie viel Umsatz machst du denn? Und er sagt mir, und jetzt musst du dir mal vorstellen, das ist einer, der im Notdienst arbeitet und Heizung repariert. Er hat im Januar 50.000 Euro alleine Umsatz gemacht. Krass. Und ich sitze hier und denke so, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich wechsle jetzt. Ja, nein, ich dachte mir wirklich in dem Moment, okay, krass. Ich glaube, es wird extrem unterschätzt. Ja, ja. Deshalb, wenn man nicht Social Media affin ist, warum nicht ins Handwerk gehen? Das und stimmt, wenn man Social Media affin ist, warum nicht beides verbinden? Ja. Handwerk plus Social Media ist eine sehr, wie sagt man das, eine Kombination, die nur sehr selten wirklich auf dem Markt ist. Weil entweder ist jemand sehr handwerklich oder er ist Social Media affin. Aber Social Media affine Leute sind oft nicht handwerklich und so weiter. Deshalb definitiv, bau dir ein Handwerk auf, bau dir ein Team auf, push das Ganze durch Social Media, mach eine Marke oben drüber. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Geschäftsmodell. Auf jeden Fall. Und du hast eigentlich auch indirekt gerade noch ein Geschäftsmodell erklärt. Und zwar, das ist nämlich auch eine Sache, die bei uns aktuell unglaublich gut funktioniert in der Agentur. Man hat eine Agentur und generiert für Handwerksunternehmen Mitarbeiter. Klar. So, weil Mitarbeiter werden da auch wirklich gesucht ohne Ende.
Und ja, die sind auch bereit, da viel Geld dafür zu bezahlen, weil sie halt keine finden. Deswegen ist echt ein großer Markt und echt ein richtig geiler Punkt. Ja. Cool. Wenn man jetzt generell mal so von der Selbstständigkeit an sich ausgeht, welche zwei Dinge, wenn du jetzt zwei so nennen müsstest, sollte man wirklich so beachten oder vor allem eben vermeiden? Welche zwei Dinge sollte man am Anfang vermeiden, wenn man sich selbstständig macht? Also ich glaube, das, wo die meisten zugrunde gehen, ist einfach, über dem Standard zu leben. Also ja, das stimmt, bleib, solange es geht, klein. Ja. Was ich damit meine ist, du hast jetzt gerade eine Studentenbutze, 1,5 Zimmer, bleib da drinnen. Mach eine Million Umsatz in der Butze. Ja. Anstatt direkt große Wohnung, Karre, Watch, alles muss immer krasser sein, überall muss jetzt ein Markenname drauf sein. Ich habe beispielsweise, als ich im Vertrieb angefangen habe, ich habe studiert, bis ich 27 war, ich hatte eine 1,5 Zimmer Wohnung in Oldenburg und ich habe meinen Umsatz im Vertrieb damals aufgebaut auf insgesamt über 1 Million Euro im Monat in dieser Wohnung. Ja. Und alle haben zu mir gesagt, ey Torben, hol dir doch endlich mal eine geile Bude, hol dir doch mal Klamotten. Ich hatte nie eine Uhr oder irgendwas und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, ja, aber ich habe gar keine Zeit. Ich habe einfach gemacht, gemacht, gemacht. Das heißt, bleib solange du kannst klein, also solange du es mit deinem Ego irgendwie vereinbaren kannst, die meisten Leute gehen an der Steuer zugrunde. Ja. Ja, die meisten Leute gehen an der Steuer zugrunde oder Lifestyle auf einmal auf so eine Ebene gehoben, dann kommen keine Aufträge mehr rein und dann stehen sie da und haben ihr Leasing, haben ihre Bude und so weiter. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, Stillstand. Also nur weil einmal was funktioniert, funktioniert es eben nicht immer. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Agentur irgendwann aufhörst und sagst, so, ja, okay, das haben wir aber vor 4 Jahren gemacht, so machen wir das immer noch, das wird nicht funktionieren. Das stimmt, ja. Wir leben in einer Zeit, wo sich alles immer verändert. Das heißt, du musst selber der gelehrigste Schüler sein. Jemand sein, der selber immer guckt. Ich sitze jeden Morgen und jeden Abend sitze ich an meinem Rechner oder meinem Laptop. Ich konsumiere Content. Ja. 30 Minuten straight. So, und die ganzen Dinge, auch die ich in meine Videos sage oder so, die recherchiere ich ja nicht immer explizit für ein Video, sondern die kommen halt, weil ich diese Routine eingebaut habe. Ja, das ist ein geiler Punkt. Das habe ich auch so von dir generell mitgenommen und gelernt, dass wenn auch mal wirklich ein krasser Tag war, dass man am nächsten Tag trotzdem da sitzt und so seinen Content konsumiert. Und jeder Tag ist ein Reset. Ja. Du hast 100.000 Euro an einem Tag gemacht, cool, freu dich abends, ja, schenk dir einen Whisky ein, aber am nächsten Morgen, du bist auf Null. Ja. Das ist, beim Vertrieb war das bei uns ein riesiges Ding. Also es gab Leute, die waren sehr, sehr erfolgreich, aber immer wenn die Woche oder bei uns war es jetzt der Monat vorbei war, haben wir alle gesagt, hey, wir stehen bei Null. Ja. Und wir stehen bei Null. Wir müssen den Umsatz machen und wir können beispielsweise nicht von neuen Leuten erwarten, dass sie einen Umsatz machen, wenn wir selber diesen Neuumsatz nicht schieben. So, deshalb immer für sich selber resetten, immer sagen, okay, heute bin ich wieder bei Null, ich habe neue Kontakte und so weiter. Und es hilft dir halt auch, wenn du mal einen Scheißtag hattest. Ja. Weil dann läuft ein Tag nicht und du sagst am nächsten Tag, okay, aber ich bin wieder bei Null. Ja. Das ist nicht jetzt so im Hinterkopf, boah, gestern hat nichts funktioniert, reset. Ja, ja. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum es eigentlich prinzipiell so jeder schaffen könnte, weil ja, viele denken immer, oh, sie, ihre Situation ist alles so schlimm und so weiter. Aber wenn man wirklich so lebt mit jeder Tag beginnt bei Null, dann beginnt bei mir bei Null, bei dir, bei jedem da draußen. Und das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Tipp, den, glaube ich, könnt ihr auch so recht gut mitnehmen. Mhm. Yes, das waren jetzt auch eigentlich schon so meine Fragen. Ich glaube, das Video ist sowieso schon recht lang geworden. Aber ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und einiges mitschreiben. Ihr könnt ja gerne mal hier unten in die Kommentare schreiben, was so euer Top-Learning aus diesem Video ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren, bin ich gespannt. Werde natürlich wieder mit euch in den Kommentaren schreiben. Ansonsten, Torben, auch nochmal echt vielen Dank, dass du gerne, Max, dir die Zeit genommen hast, meiner Community hier was mitzugeben. Ich hoffe, dass ein paar gute Punkte dabei waren. Ich werde die Kommentare auch durchlesen. Also schreibt mal fleißig da rein. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt auf uns zu. Wenn wir irgendwo helfen können oder Erfahrungen weitergeben können, dann machen wir das, glaube ich, sehr, sehr gerne. Yes, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für mehr Content, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video.